Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir die von Windows Defender unter Quarantäne gestellte Dateien wiederherstellen können bei Bedarf, beziehungsweise wie wir die Quarantäne verwalten. Und zwar habe ich jetzt hier eine Windows 10 Maschine. Ich mache mal ein bisschen größer. Genau, und ja, wir müssen einfach hier unter, also die Einstellung, Windows Einstellungen Seite hier von Windows aufrufen und hier unter Update und Sicherheit einfach draufklicken. Hier auf der linken Seite haben wir Windows Defender, einfach draufklicken und hier Windows Defender Security Center öffnen. Und schon, ich mache das mal ein bisschen größer, genau. Und hier haben wir unter Viren und Bedrohungsschutz, ja, zack, das rufen wir uns jetzt auf. Genau, hier Überprüfungsverlauf, einfach draufklicken und schon sind wir hier an der richtigen Stelle. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier haben wir die Bedrohungen unter Quarantäne, ja, die Dateien, die Windows Defender hier unter Quarantäne gestellt hat. Wir können jetzt hier einfach draufklicken und ja, mit einem Klick auf Wiederherstellen einfach wiederherstellen, nochmal bestätigen und schon haben wir unsere Datei wieder, wenn wir das vielleicht brauchen. Manchmal gibt es ja auch sogenannte falsche Alarme. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit natürlich, wenn wir jetzt hier zurückgehen. Genau, und hier unter Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz, ja, einfach draufklicken und hier irgendwo, genau hier, unter dem Punkt hier Ausschlüsse haben wir die Möglichkeit, eine Datei oder einen Ordner hinzuzufügen, das, genau hier, das einfach draufklicken auf das Plus hier und dann können wir hier Dateiordner, Dateityp oder Prozess auswählen. Ich nehme jetzt mal einen Ordner meinetwegen und meinen Download-Ordner hier auswählen. Einfach Ordner auswählen, nochmal bestätigen und schon ist der Ordner jetzt hier hinzugefügt und die ganzen Dateien, die jetzt in meinem Download-Ordner hier sind, die werden sozusagen von Windows Defender ignoriert. Und schon haben wir da die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, ja, wenn wir das brauchen. Manchmal gibt es da Patches oder irgendwas, die der Defender als seine Bedrohung ansieht. Genau, das war es auch schon alles. Ganz kurz wollte ich euch das zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.